Und hallo, und da bin ich wieder, euer Mr. Jolex, und wir machen weiter mit der Lieferung. Hab ein anderes Auto jetzt ausgewählt. Das sieht aber richtig nice aus. Ah. War wahrscheinlich das, was wir beim vorletzten Part hatten. Ne, vorletzten. Drei Parts dahinter. So, jetzt genau auf die Straße schauen. Und so schaffen wir es auch dann irgendwie, das Auto auch pünktlich abzulegen. Ich bewege es einfach viel zu heftig. Warte kurz auf die Karte schauen. Oh, wir sind gar nicht so weit entfernt mehr. Wir müssen nur einfach geradeaus fahren. Und schon sind wir fast da. Jo, wir sind fast da. Du schaffst es! Du schaffst es! Ja! Geschafft! Geht doch. Zwar mit ein bisschen mehr Schaden, aber jetzt habe ich 3 von 5. Gut. Es reichen uns noch 2 und dann wird diese Mission auch fertig. Puh. Das ist ganz schön spannend. Oh, das ist aber jetzt aber wirklich sehr gut. Hätten wir noch mehr almost over. You kidding me? Es war knapp. Es war sehr knapp. Gut. Wartet kurz, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz was. Da bin ich wieder. Machen wir jetzt die nächste. Ah, ich wollte eigentlich nochmal neu machen. Weil ich hätte es beim zweiten Anruf bestimmt geschafft. Boah, das ist auch ein schickes Auto.
Ich muss aber schon zugeben, ich habe letztens den Werbespot für Forza, das ist also das Spiel, was für Xbox One. Und da drunter stand ja original spielt. Ich dachte, bin aber auch noch nicht. Was? Mit der Treppe runterziehen? Wir hatten Totalschaden. Machen wir aber nochmal. Aber ich sagte, das ist so, die Zeit vergeht echt schnell, wenn man bedenkt, dass nächste Woche oder übernächste, ich weiß gar nicht, entweder nächste oder übernächste schon die Xbox One rauskommen soll. Und danach, eine Woche oder so, oder ein paar Tage danach, soll ja dann die PlayStation 4 rauskommen. Da habe ich aber auch schon so einige Spiele, die ich spielen will bei der PlayStation 4. Das erste ist The Crew. The Crew, ja. Das zweite Infamous Second Son. Und das dritte wäre Killzone. Aber auch noch nicht ein einziges Killzone-Spiel gespielt. Wobei, weil Infamous das was anderes ist. Da habe ich die anderen Teile gesehen. Ich finde auch Infamous mit zu wenig. Ich suche gerade den zu wenig Gefühl. Also ich finde Infamous ist ein Spiel, das auch so Open World mäßig. Ich denke, sobald der Film Second Son rauskommt, werden die sich auch an den Film reinzubringen. Die PlayStation 4 und die Xbox One werden für mich noch nicht. Also stehen bei mir noch nicht im Kauf. Aber wenn, dann kommt mir die PlayStation 4. Ich weiß nicht, ich war nie so ein großer Fan von der Xbox. Microsoft mag ich nicht. Also ich mag Microsoft, aber auch einen Laptop. Ein Mac oder so. Okay, ich muss aber mal sagen, Microsoft hat Microsoft wirklich gutes Angebot für die sich GTA 5 holen wollen, aber noch keine einzige Konsole haben. Time left.
Ist ein schwarzer Kasten. Ein schicker schwarzer Kasten. Und ja, und die PlayStation 4 ist auch was anderes. Da freue ich mich auf das Menü. Bei Xbox One weiß ich schon, wie das Menü aussieht. Da wird schon einige Sachen gesehen. Ich fahre geradeaus durch, dann bin ich links. Aber ein Kumpel von mir, also der Chillbar, der holt sich die PlayStation 4. Die zu Weihnachten. Die zu Weihnachten, dann werde ich die testen. Almost over, come on! Gut, nochmal. Ah, das war lustig. Ja, okay, Sachen noch so. Wie zum Beispiel The Crew. Aber The Crew kommt erst 2014. Oder weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Entweder das ist ein Spiel, was schon mit der PlayStation 4 ist. Weil holt er sich Assassin's Creed Black Flag. Aber es gibt auch andere Sachen, die ich mir noch holen will. Aber als ich auf der Gamescom war, konnte ich für die Wii U Rayman Legends ausprobieren. War auch ein schönes Spiel. Mir auch gefallen. Das Spiel gespielt war fast katastrophal, muss ich sagen. Ehrlich gesagt. Das ist jetzt ein anderes Auto, aber der Strecke. Ah ja, und ich konnte auch Mario Kart 8 testen. Zum Glück war da nicht so riesige Schlangen wie bei anderen. Ich will zu Nintendo. Machen wir noch mal neu.
Boah, wie schnell die Zeit vergeht. 15 Minuten sind es schon. Ein Chevrolet. Ein Chevrolet. Was? Blöde Laternenfall! Ich hasse dich! Aber ich hab es geschafft. Das kapier ich allerdings nicht. Wenn ich langsam fahre, knalle ich dagegen und komme nicht voran. Aber beim schnellen Fahren? Nee, da halte ich nicht an. Da pralle ich einfach von diesen Laternen fahren ab. Oh, nervig. Ich hab die an. Die Warnung war erfolgreich. Erfolgreich. Sichtbarer Schaden. 0%! Seht ihr? 0%! Boah. Ich muss mir mal ein neues Auto gönnen. Die Warnung abbricht. Haben wir ja schon die Mission geschafft. Brauch keine weiteren Lieferungen mehr. Nun, das war's auch mit diesem Part. Ich hoffe, ihr wollt euch gefallen. Er hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Mr. Unix und bis dann. Ciao.